So, da sind wir wieder bei Let's Adventure Minecraft und wir spielen heute die Fortsetzung der Map, die wir gestern gespielt haben. Von der gibt es scheinbar drei Teile und alle drei Teile hat Baudardo schon vor Ewigkeiten mal gespielt. Obwohl, den dritten Teil hat er erst vor 2 Monaten gespielt, aber Teil 1 und 2 vor 1 und 2 Jahren ungefähr. Und da es 3 Maps gibt, habe ich mir gedacht, spiele ich einfach mal alle 3 nacheinander, damit die so in chronologischer Reihenfolge auch in der Playlist landen, was ziemlich cool ist. Zudem, das Terraria-Let's Play mit Baudardo hat gestartet. Auf Maudados Kanal, nur auf Maudados Kanal aus Maudados Sicht, aber ich bin dabei. Yay. Okay. Terraria Otherworld allerdings werde ich auf meinem Kanal machen. Mit wem weiß ich noch nicht. Entweder mit Maudado oder GLP oder ich weiß es nicht. Und jetzt jetzt ist entweder die eine Seite, die Maudado mag, enttäuscht oder die Seite, die GLP mag, ist dann enttäuscht. Seid einfach beide enttäuscht. Ich spiel's allein. Haha, nein. Ich bin auf jeden Fall System Crash 2. Das andere gestern war System Crash 1. Das wusste ich nicht, aber jetzt weiß ich's. Und ich habe noch den Ton auf meinen Boxen an. Huch. Das muss ich jetzt seltsam angehört haben. Willkommen zu Adventure Map System Crash 2. Wurde auf die 1.8.3 geupdatet und ich bin mit der 1.8.7. Sprungstiefel Prototyp, die kennen wir ja schon. Und da ist wieder das Zeug vom HR-Wolf. So, die Story machen wir ganz am Ende. Regeln, Info, dann Story. Schalter werden auf mir platziert. Und da geht's zur Adventure Map. Okay. Es dürfen keine Blöcke abgebaut oder platziert werden, außer es wird dir erlaubt. Keine Spawnpunkte werden setzen, denn es werden automatisch gesetzt, bla bla. Es darf nur mit nur braune Wolle mit der Schere abgebaut werden. Braune Wolle, Schere, okay. Du musst über Druckplatten laufen. Ja, habe ich mir letztes Mal ein bisschen verkackt in der letzten Folge. Spiel auf freundlich. Habe ich. Game Mode wird automatisch geändert. Bitte freundliche Kreaturen Sound auf 0% stellen. Schwierigkeitsgrad und Spawnpunkte werden automatisch gesetzt oder geändert. Diese bitte unverändert lassen. Music Sound. Friendly Creatures. Goodbye. Warum auch immer. Info. Bitte benutze folgende Texture Packs, um zu Adventure Map zu leben, wie sie gedacht war. Wachs oder Minecraft Default. Ja, okay, das ist Minecraft Default. Hab viel Spaß. Warum glitscht bei Minecraft rum, als hätte ich einen Shader? Dass das so Wände verschwinden, so wie gerade rechts. Das hatte ich eigentlich immer nur mit Shader. Und es ist eine Clean-Version. Na, ich weiß es nicht. So, die Info können wir wegpacken. Das ist nur Texture-Pack und die Story kann ich auch gleich wegpacken. Aber erstmal lesen. Nachdem du Gludos von dem Virus befreit hast, wurdest du in eine andere Abteilung verlegt und Gludos wurde vorzeitig deaktiviert. Okay, tolle Rettung. Nun scheint alles wieder beim Alten zu sein. Oder doch nur zum Schein. Nach 3 Monaten passiert etwas Unvorstellbares. Oho. Schuhe anziehen zur Adventure Map. Oh, meine Zelle. Nice. Oh, da drüben sind Spinnweben. Erstmal ein bisschen Pipi machen. Pipi. Bisschen Kuchen essen. Duschen gehen. Oh, die Dusche funktioniert ja sogar. Das ist ja Premium. Ah, guck mal. Erfolg, hungrig. Ja. Gut, dass ich hungrig war. Gut, dann haben wir wieder ein paar Kartoffeln dabei, die wir nicht brauchen, aber wir haben welche. Adventure Map Start. System hat Schäden im Unterbringungstrakt U festgestellt. Bitte bewahren Sie Ruhe und evakuieren Sie diesen Bereich. An alle Testsubjekte im Trakt U. Bitte verlassen Sie diesen Trakt umgehend. Weitere Anweisungen folgen. Okay. Danke, Ruhe. Aber Zelle frei sind leer. Sind alle Zellen leer außer meiner? Alles kaputt hier. Warte mal. Ich soll auf alle Druckplatten treten, sagt sie mir. Okay, treten. Mist, hier komme ich nicht weiter. Der Gang ist eingestürzt. Ich sollte einen anderen Weg suchen. Okay, dann gehen wir mal da lang. Hallihallo. Was ist hier los? Wo soll ich hin? Alarm, Beschädigung im Trakt U. Bitte räumen Sie den Trakt umgehend. Kann ich da lang? So many Richtungen. So many... Was? Da kann ich hinklettern. Okay, machen wir einfach mal. Alles am Einstürzen, bitte räumen Sie den Trakt. Oh, ein Jump'n'Run? Ja, erstmal ein Jump'n'Run machen, während die Welt untergeht. Nice. Oh, ich liebe Testkammern. Ich bin einfach gezwungen, sie zu machen. Es tut mir leid, auch wenn die Welt untergeht. Oh. Oh ja. Und. Stumpfe Schere. Reicht für braune Wolle. Okay. Nur braune Wolle stand da. Das war irgendwas Pinkes. Nicht braun. Du auch.
Okay, dann schauen wir mal darüber. Benötige Zugangskarte. Die Tür ist zu. Ich brauche eine Zugangskarte. Und da komme ich nicht hoch. So, dann haben wir alle Richtungen abgecheckt, außer die eine. Und jetzt können wir die eine Richtung machen. Genau wie beim letzten Mal. Okay, kriege ich wieder einen Jump Boost für kurze Zeit. Bo-Prototyp, du bist zurück. Ja. Oh, guck mal, jetzt kann man nicht mehr in die Ecken fallen. Hat er gefixt? Gefixt. Achso, ja, hier waren wir ja. Okay, dann ist da wahrscheinlich ein Holzknopf in dem Gang. Ah, der mein Bogen wurde verbessert. Der teleportiert mich jetzt. Zugangskarte Z213. Nice. Boop. Ich benutze einfach mal diese Rückteleportationen. So, Zugangskarte da rein. So. Starke Beschädigung festgestellt. System kollabiert. Systemversorgungstrakt U wird abgeriegelt. Lebenserhaltungssysteme werden in Kürze heruntergefahren. Bitte evakuieren Sie den Trakt U umgehend. Menschliche Verluste werden erwartet. Wartet, ich bin doch hier drin. Hilfe! Ja, warum holt ihr mich denn nicht hier raus? Warum bin ich denn der einzige Dödel, der da hier eingesperrt ist? Hä? Ah, jetzt. Sicherheitsschlüssel 1. Nicht so. Erfolg, ein Sprung fürs Leben. Nice. Achso, ich habe ja diese Federfallschuhe. Au. Nice. Was habe ich bekommen? Irgendwie Sicherheitsschlüssel 1, ne? Ja. Sicherheitsschlüssel 1. Den kann ich schon mit da platzieren. Was sage ich hierzu? Es sieht so aus, als bräuchte ich hier zwei Schlüssel, um diese Tür zu öffnen. Ja, das hatte ich auch so festgestellt. So, dann schauen wir mal. Was auch immer. Ach, die Druckplatte setzt wahrscheinlich meinen Spawnpunkt. So. Ich glaube, auf dem Command-Block drüber oder auf einer Druckplatte kann man den Spawnpunkt nicht setzen. Das könnte glitschen, theoretisch. Außer der Map-Hersteller hat es natürlich klug gebaut und der Spawnpunkt wird dann in eine bestimmte Position gesetzt, die über der Druckplatte ist. Oder ich sterbe einfach gar nicht. Das wäre auch eine Option. Systemschlüssel, Sicherheitsschlüssel 2. Ach so! Ich Idioto! Das hätte ich vielleicht erwähnen sollen. Ach Mann, die Maps hat alle Maudade. Habe ich gesagt, dass Maudade die alle schon gespielt hat? Ja, habe ich doch gesagt. Ich bin noch ein Idiot, dass ich jetzt denke, dass ich es noch nicht gesagt habe. Evakuierung abgeschlossen. Keine Lebensform in Trakt U. Lebenserhaltungssysteme werden heruntergefahren. Hey, ich bin noch hier drin. Das System ignoriert mich. Achtung, kritischer System. Stromspannung entdeckt. Was ist hier bloß los? Die Luft. Steht, das Licht geht auch nur über Notstrom. Sie haben die Lebenserhaltungssysteme abgeschaltet. Okay, ja schon auf. Ich muss ein Quiz beantworten, um Luft zu kriegen. Bin rund wie ein Kreis, bin schwarz und nicht weiß. Dreh mich im Kreis, spiele ich eine Weise. Spiele laut. Und spiel leise. Wer weiß, wie ich heiße. Du bist rund wie ein Kreis. Weder schwarz noch weiß. Drehst dich im Kreis und spiel eine Weise. Spiel laut und spiel leise. Wer weiß, wie ich heiße. Die Schallplatte ist schwarz. Eine Diskette ist nicht rund und eine CD. Hä? Warte. Bin rund wie ein Kreis. Bin schwarz. Ach, bin schwarz und nicht weiß. Ach so, Entschuldigung. Ich habe gedacht, bin nicht schwarz. Notlösung. Frage 2. Zwei Löcher habe ich, zwei Finger brauche ich. So mache ich langes und großes klein und trenne, was nicht beisammen sein soll. Eine Schere? Ja. Cool. Ich habe was geschafft. Frage Nummer 3. Oh Gott, das wird kritischer. Zart wie... Achso, das ist eigentlich das System. Zart wie Seide komme ich nieder. Aber ist egal, ich lese es vor. Zart wie Seide komme ich nieder. Kinder freuen sich und ihr singt eure Lieder. Aber ich bin auch wie ein Beben und nehme euch das Leben.
Zart wie Seide kommt es nieder. Ich. Oh, eine Schlüsselkarte von Dr. Birkin. Okay. Zack. Ich denke. Schnee. Ich bin ein Knopf wie jeder andere, doch ich bin anders. Ich bin drei rechts neben dem, der im anderen und zwei drüber. Ich bin drei rechts neben dem anderen und zwei drüber. Drei rechts. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Haha! Huhu! Komm her, Pluto! Huhu! Schlüsselkarte benötigt. Ob hier die Dr. Birkins Schlüsselkarte passt? Dr. Birkins Schlüsselkarte akzeptiert. Willkommen, Dr. Birkin. Wow, wo bin ich hier? Oh, eine Rüstung. Und Kartoffeln. Und Sicherheitsschlüssel 1 schon wieder. Okay, dann brauche ich das. Dann will ich das auf die 2, dann das auf die 3 anlegen. Da sind meine Erfolge, kann ich da hoch. Ich schwimme nach oben, aber hier ist nichts. Hätte eine Kiste da in der Mitte der Säule versteckt sein können. Keine Kiste. Ja, brauche ich wieder Schlüssel 1 und 2. 1 habe ich schon. Erstaunlicherweise recht schnell. So. Was sind das? Sind das Zellen? Naja. Ich war selber in der Zelle drin eigentlich. Sollte mich nicht so wundern. Das scheint ein Labor zu sein. Seht ihr das Rote hier um die Kiste? Das heißt, die ganzen Dinger werden jetzt aufgehen. Eindringling wurde identifiziert. Gegenmaßnahmen werden eingeleitet. BOWs werden freigesetzt. Hä? Ich hab doch selber ein BOW. Oh Gott, das Kleine sind, die Kleinen sind gefährlich. Au, 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 au. Ja, das ist doch ein schöner Kampf gewesen. War gefährlich. Geh weg, Testsubjekt. Bist untot. Bedrohung neutralisiert. Öffne Schleuse. Hey, das war nur eine Bedrohung. So, Sicherheitsschlüssel Nummer 2. Weiter geht's durch dieses komische Labor. Oh, ich bin langsam. Ich fühle mich so schwindelig. Und du dachtest, du hast mich besiegt. Dabei war es nur der Anfang vom Ende. Lotzabel wird ohnmächtig und verliert das Bewusstsein. Vielen Dank fürs Spiel der Fortsetzung von System Crash. Ich hoffe, sie hat dir gut gefallen. Special thanks to Zombie, HTTP, Potato, HR Lenzer, X Green Fox. Oder Green 4X. Tester, Game Mode 1. Nein, Tester sind natürlich die beiden. Game Mode 1, bitte Adventure Map bewerten. Ein dritter Teil wird wahrscheinlich folgen. Werbung, blub. Zack, Game Mode has been updated. TNT. Der Teil. Die Rätsel haben mir wieder super gefallen. Fangen wir mal so an. Auch wenn die Map schon ewig draußen ist, ist ja egal. Ich kann sie ja auch noch später bewerten. Die Angel kam gar nicht mehr vor. Der Bogen kam häufiger zum Einsatz. Besonders, dass man ihn noch zum Kämpfer eingesetzt hat. Später hat mir eigentlich uns cool gefallen. Doch. War auf jeden Fall sehr solider. Solide. Ich kam erstaunlich gut durch. Ich würde sagen, das war einfach ein ganz solides A dieses Mal. Das hat mich gestern nochmal gestört. Ich habe schon wieder vergessen. Ach so, dass man das Zeug nicht mehr so häufiger einsetzen konnte, ja. Der Bogen war hier durchgehend hier zum Einsatz. Das war schon besser. Hat mir gefallen. Ein kleines A einfach. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer TNT-Mann. Rotes Glas. Oh.